In diesem Video packe ich all diese Pakete mit euch aus. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub. 2 Wochen war ich ja unterwegs und ja, es haben einige Pakete auf mich gewartet. Einige habe ich heute erst anliefern lassen, die anderen waren bei der Post, die ich gerade abgeholt habe. Ja, und es wird Zeit, das mit euch auszupacken. Ich weiß, was drin ist, weil ich weiß, was ich bestellt habe. Aber es ist, keins der Pakete ist offen. Alle noch versiegelt, es sind was aus Paris dabei, es ist was aus Amerika dabei, was von Shop Disney und was auch von EMP, das könnt ihr gerade nicht sehen. Wie gesagt, querbeet und ich packe alles zusammen mit euch aus. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht und ich bin sehr gespannt, euch das alles zu zeigen. So, ich bin mit einer Schere bewaffnet, aber wir legen erstmal mit dem weißen Umschlag los. Ich weiß schon, was drin ist. Es ist nämlich Post aus Disneyland Paris. Erstmal hier vielen Dank an das Inside Ears Team, dass ihr ja immer mal wieder so Goodies rausschickt an das gesamte Inside Ears Team, an die Mitglieder. Und ja, ich habe auch was bekommen und zwar das Hyperspace Mountain Buch. Das ist das, also alles über die Attraktion. Ich habe noch nicht reingeguckt oder es gelesen. Ist auch noch Folie drum. Ich packe es mal gleich aus. Es gibt ja auch schon ein Pirates-Buch und auch schon ein Phantom-Männer-Buch. Das ist allerdings mein erstes Attraktionsbuch. Ich überlege mir auch noch, die anderen zu holen irgendwann. Mal sehen. Aber das, wie gesagt, habe ich geschenkt bekommen. Und schaut mal, wie schön es glitzert. Es sieht wirklich wunderschön aus. Ja. Und hier bekommt ihr alle Infos zum Hyperspace Mountain. Ne, zum Space Mountain. Er heißt ja jetzt Hyperspace Mountain. Früher hieß das nur Space Mountain. Und ja, hier gibt es auch schon noch Bilder aus Disneyland Anaheim. Da hat er ja seinen Ursprung. Und hier seht ihr auch noch Walt. Jetzt gucke ich mal gerade, ob es nur auf Französisch ist oder auch... Es gibt auch Sachen auf Englisch. Ja, also Französisch und Englisch. Das heißt, ja, man kann es auch verstehen. Sehr schönes Artwork hier von Discoveryland in Anaheim. Ja, also wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Muss ich mir mal irgendwann mal alles durchlesen und noch mehr über die Attraktion zu erfahren. Also hier nochmal vielen, vielen Dank ans Inside Ears Team und ans Disneyland Paris. Machen wir weiter mit Shop Disney. Ja, ja, als ich in Disneyland Paris war, gab es die neue Spirit Jersey Kollektion. Dieses Mintgrüne und dieses Pastell Lilane. Und da habe ich bei dem Mintgrün habe ich zugeschlagen. Ich bin mir aber noch unsicher. Ich weiß noch nicht, wie er an mir aussieht, ob ich ihn behalten will oder ob ich ihn zurückschicke. Also die Try-Ons übrigens, also im Haul, der kommt nächste Woche, seht ihr, welche Sachen ich am Ende behalten habe. Also bei EMP werde ich nicht alles behalten. Ob ich auch hier das behalten habe. Und wenn ich es behalten habe, seht ihr auch im Haul den Try-On, wie es angezogen aussieht. Also hier keine Try-Ons, einfach nur ein Unboxing. Ich zeige euch die Sachen und im Haul seht ihr dann, was ich behalten habe und wie es an mir angezogen aussieht. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu drücken. Ja, wie gesagt, mintgrün. Ich sehe schon, die Schleife ist ein bisschen schepp. Die muss dann ein bisschen gerade gebogen werden. Ja, aber ich muss sagen, es ist schon ein süßes Grün. Oh, ich sehe gerade. Oh, die Schleife ist... Oh, nee, die muss ich zurückschicken. Die ist kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Seht ihr das? Hier. Ja. Die löst sich leider auf hinten. Jetzt müssen wir mal gucken, ob es die noch online gibt. Bin nicht mehr wirklich doof. Ja, nee, so möchte ich die nicht behalten. Ja, also, nee, die ist hinten richtig... kaputt. Ich ziehe sie trotzdem mal an, um euch die Farbe zu demonstrieren. Ihr könnt mir unten kommentieren, ob es mir steht. Ja, so sieht's aus. Finde ich eigentlich ganz süß. Aber die Schleife geht gar nicht. Also dieses... Was ist das denn hier? Nee. Also die muss ich auf jeden Fall zurückschicken. Kaputt. Schauen wir uns noch den Spirit Jersey an. Ja, ich habe wieder mal Größe S bestellt.
Sieht aber auch wieder sehr groß aus, muss ich sagen, in Größe S. Ist es wirklich Größe S? Es ist Größe S. Es sieht ja riesig aus schon wieder. Naja, also, das ist der mintgrüne Spirit Jersey aus Disneyland Anaheim. Das heißt, hinten habt ihr auch die Disneyland Resort Aufschrift. Und ja, er ist sehr dezent. Also die Schrift ist jetzt nicht so bam in your face. Wie gesagt, ich muss ihn mal angezogen tragen und gucken, ob es die Ohren noch gibt. Weil wenn es die Ohren nicht mehr gibt, das wäre natürlich doof. Weil wenn, dann braucht man schon beides. Für dich, persönlich. Ne? Also ja, das war meine Bestellung bei Shop Disney. Bei dem lilanen habe ich nicht zugeschlagen. Ich habe schon einen, zwar in dunkellila, also dieses, wo ich auch so dunkle, dunkellila Ohren habe. Da habe ich schon welche. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ach, so ein Pastelllila brauche ich jetzt nicht unbedingt nochmal, obwohl ich ja bei Spirit Jerseys schwer Nein sagen kann. Aber ich wollte jetzt keine zwei Spirit Jerseys und zwei Paar Ohren bestellen. Ja, aber die sind ja auch beide eh schon ausverkauft gewesen. So, weiter geht's mit einem ganz, ganz besonderen Paket. Aus Amerika. Ich weiß ja, was drin ist und ich habe so lang danach nicht gesucht. Ich wusste, wo man es bestellen kann. Aber ich habe sehr lange darauf gewartet, zu bestellen. Einerseits wegen dem Preis und andererseits gibt es den nur in Disneyland Anaheim. Und es gibt so eine Seite, USSOS Shopping heißt sie, glaube ich. Ich kann euch auch unten noch den Link in die Infobox packen. Die kaufen in verschiedenen Parks ein. Und ja, Disneyland Anaheim, wie wir wissen, war ja für ein Jahr, über ein Jahr geschlossen. Und deswegen konnten die nichts aus Disneyland Anaheim kaufen. Dementsprechend musste ich lange drauf warten und habe dann, ja, jetzt endlich das tolle Teil bestellt. Ich bin so gespannt, wie es mir steht. Da ist schon mal eine Disney-Tüte drin. Ja, hier seht ihr auch nochmal. US Shopping SOS, so heißen die. Gibt es bei Instagram. Und haben auch eine Webseite, wie gesagt, aus allen möglichen Parks gehen die shoppen. Bin so gespannt, was ihr sagt. Und ob es mir steht, das ziehe ich gleich an. Ja. Der Conductor-Hut. Oder die Conductor-Haube. Und ich habe die schon bei so vielen auf Instagram gesehen und ich fand die so cool. Und ich dachte, boah, die musst du auch mal bestellen. Und ja, da ist sie. Und ich werde sie jetzt mal anprobieren. Ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Ja, gut, mit dem Zopf ist jetzt ein bisschen doof. Ach, mit dem Zopf ist echt doof. Ah, die ist ganz schön klein. Was ist denn das? SM. 55 cm. Bisschen klein, glaube ich. Geht schon. Also wird nicht ganz auf meinem Kopf sitzen. Wegen dem Zopf. Ich muss mal gucken, ob mir die passt. Ja, vielleicht hätte ich doch ML bestellen sollen. Tja, zu spät. Naja, auf jeden Fall finde ich die mega cool. Und ja, mal gucken, ob sie mir ohne Zopf passt. Und ja, wie gesagt, bin sehr gespannt. Aber freue mich, die jetzt zu besitzen. Das nächste Paket ist von Evolve. Das ist im Rahmen einer Kooperation. Ich durfte mir nämlich einige T-Shirts aussuchen. Die haben sie jetzt neu im Sortiment und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ja, mal schauen. Also ich habe mir drei T-Shirts ausgesucht, die ich euch jetzt alle nacheinander zeige. Und zwar einmal in Größe M. Das Minnie Maus T-Shirt mit Leo-Schleife. Ich bin zurzeit auf so einem Leo-Trip und ich habe auch sehr, sehr viel in Leo, also auch so Röcke und Haarbänder und so. Deswegen fand ich das ganz gut zum Kombinieren zu den Leo-Sachen. Dann habe ich mir ein Prinzessinnen-T-Shirt ausgesucht. Und zwar das hier. Mit allen Prinzessinnen drauf. Fand ich ganz schön. Kann man auch gut zu Pastellröcken oder so kombinieren. Und das letzte T-Shirt ist ein rosanes 101 Dalmatiner T-Shirt, was finde ich jetzt ganz gut zu Cruella passt, zu dem Film. Also es hat jetzt nichts mit dem Film zu tun, aber trotzdem fand ich ganz schön.
Und zwar dieses rosane 101 Dalmatiner T-Shirt. Steht da? One great big wonderful motion picture. Ja, sehr schönes T-Shirt. Genau, und falls ihr auch mal vorbeischauen wollt bei Evolve, kriegt ihr mit dem Code MAUS15 15% auf euren Einkauf. Ich packe euch den Link unten gerne in die Infobox von Evolve. Und das letzte Paket ist von EMP. Ist ein großes Paket. Ich war ja im Urlaub und dann gab es den großen Summer Sale und ich habe einiges bestellt. Ich werde aber wahrscheinlich nicht alles behalten, weil ich wollte einige Sachen anprobieren, wie sie mir stehen. Und mir mal anschauen, wie gesagt. Ihr werdet es dann im Juni-Haul sehen, was ich am Ende doch behalten habe. Aber ich packe gerne alles mit euch zusammen aus. Die Liste ist wirklich sehr lang. Ja, fangen wir an mit einem Loungefly-Rucksack. Aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, für mich entschieden, in Zukunft sehr wenige Loungeflies zu kaufen, weil sie einfach zu klein sind. Also ich würde sie so gerne im Park tragen, aber mit meinem ganzen Krempel, was ich immer alles dabei habe, das passt da nicht rein. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen schwer verliebt in diesen Loungefly-Rucksack mit Rapunzel. Der ist wirklich wunderschön und tut fast das Herz weh zu sagen, ich schick's zurück. Ist wirklich wunderschön, aber die sind alle so klein. Warum sind sie nicht so 10 cm größer? Da könnte man so viel reinpacken. Ja, er ist wirklich wunderschön. Dann habe ich mir hier so Haarklammern bestellt. Die fand ich ganz cool. Kann man auch gut zu dem Pride Jersey kombinieren oder so. In die Haare rein. Also waren auch super günstig. Deswegen die werde ich, glaube ich, so wahrscheinlich behalten. Dann, was haben wir noch alles bestellt? Genau, eine Prinzessinnen-Jeansjacke. Die war nämlich auch super reduziert. Ich habe ja schon die von Cinderella und mittlerweile auch die von Aurora. Und jetzt habe ich mir die von Aladdin bestellt, weil, wie gesagt, die sehr gut reduziert war. Die ist halt auch dunkel. Und hinten steht Jasmin und es steht A Whole New World da. Dann gibt es hier vorne noch so ein paar Aladdin, die Wunderlampe und so. Ich glaube, an der Seite ist auch noch was. Ja, hier ist auch noch was drauf gestickt oder bedruckt. Ja, die finde ich richtig schön. Werde ich auch wahrscheinlich behalten. Wie gesagt, die war relativ günstig. Und die Aurora-Jacke habe ich auch schon relativ günstig ergattert. Ich glaube, die kosten original 70 Euro. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dafür bezahlt habe. Hier ist keine Rechnung dabei. Aber ich glaube, so 60-70% am Ende noch mit einem Influencer-Code waren die Sachen wirklich relativ günstig. Dann habe ich mir noch eine Tasche bestellt. Weiß ich immer nicht, ob ich die behalte. Ich habe eigentlich auch viel zu viele Taschen. Aber Umhängetaschen finde ich praktischer als Rucksäcke. Weil ich auf jeden Fall immer einen großen Rucksack dabei habe und eine Umhängetasche. Ja, das ist hier die mit den Punkten. Und was ich daran so cool finde, sind diese Schnallen hier. Also an der Seite, die sind richtig cool gemacht. Ansonsten hat sie Punkte und versteckte Mini-Köpfe und ist auch relativ groß. Also es passt sehr viel rein, was ich auch gut finde. Und innen drin ist auch nochmal so ein Mini-Muster. Ich zeig's euch mal. Ja, ist schon cool. Die Sachen sind einfach so schön. Ihr könnt ja gerne unten kommentieren, was ich auf jeden Fall behalten soll und was ich zurückschicken soll. Ich weiß schon, ihr sagt, alles behalten. Ja, ist aber nicht so gut für meinen Geldbeutel. Ja, und die werde ich aber, denke ich, schon behalten wollen. Weil, ja, ich die Snack-Kollektion mega finde. Und die ist alter. Boah, ist sie riesig. Also ich habe schon gehört, dass sie riesig ist, aber jetzt sie mal live zu sehen. Boah, die ist echt riesig groß. Schaut euch diese Tasche an. Oh, die ist ja monströs. Aber schon geil.
Die ist schon richtig geil. Huch. Ja, hat einen langen Gurt dabei. Ich schaue sie mir mal von innen an. Aber die ist schon... Die finde ich schon richtig cool. Ah, die ist so riesig. Ich schaue euch das mal an. Also ich habe schon gehört, dass sie riesig ist, aber dass sie so groß ist, hätte ich auch nicht erwartet. Ja, aber die ist richtig cool. Ja, und beim letzten Teil, was noch im Paket ist. Gott, ist das hier ein Chaos? Ja, ne, sind noch zwei Teile sogar. Was habe ich denn? Ach so. Ja, erstmal das hier. Das ist einfach ein Dumbo-Tanktop. Ja, war halt auch günstig und ich hatte es auf meiner Wunschliste, weil ich eigentlich auch ganz süß fand mit der Spitze hier vorne. Ist halt ein Dumbo-Tanktop. Aber. Oh nee, das sieht ja richtig verwaschen schon aus, jetzt schon. Nee, also irgendwie sah es auf dem Bild schöner aus. Also nee, auch wenn es günstig war, ist das hier zurück. Da weiß ich schon. Und jetzt, ja, das war auch stark reduziert, aber ich hatte das auch schon beim Jasmin-Prinzessinnenkleid. Also es gibt ja diese Prinzessinnenkleider bei EMP. Und ich hatte mir mal das Jasminkleid bestellt, weil ich es auf dem Bild wunderschön fand. Und dachte ich, oh, super für einen Bound. Ja, und dann angezogen sah es richtig schlimm aus. Ja, und dasselbe, also ich weiß ja nicht, wie es angezogen aussieht, aber ich werde jetzt mal Schneewittchen probieren. Wie das Schneewittchen-Kleid an mir aussehen wird. Wenn ich es behalte, seht ihr es im Haul. Wenn ich es nicht behalte, wisst ihr, dann seht ihr es nicht im Haul und wisst, dass ich doof drin aussah. Vielleicht zeige ich es in meiner Insta-Story. Mal sehen. Aber ja, das ist das Schneewittchenkleid. Ja, es ist super für ein Bounding, aber ich weiß noch nicht, ob ich es behalten werde, weil wie gesagt, das Jasminkleid sah super aus auf den Bildern, noch im Internet, aber an mir sah es schrecklich aus. Obwohl ich es sehr schön fand. Ja, und das war mein Unboxing. Ich finde sehr schöne Sachen. Bei dem Hut bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, der wird mir zu klein sein. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal eine Nummer größer bestellen und den bei einem Insta-Sale oder so verkaufen. Aber die Frage ist, ob ich so viel Geld halt dafür bekomme, wie ich dafür ausgegeben habe, weil er war ja schon nicht so günstig, der Hut. Ja, aber einen so kleinen Hut kann man ja auch nicht tragen, ne? Naja. Ja, das war mein Unboxing. Hat euch das gefallen? Mit euch Pakete auszupacken. Wie gesagt, das waren jetzt einige Pakete, deswegen konnte ich die jetzt mal vor der Kamera auspacken. Und ja, im Haul nächste Woche seht ihr dann, was ich am Ende endgültig behalten habe. Also denkt dran einzuschalten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! -i.